Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Michalski Hüttermann und Partner in Düsseldorf. Und heute habe ich als Gast Professor Alois Hüttermann, der ebenfalls Partner bei uns in der Kanzlei ist und der sich hervorragend mit dem UPC, dem Unified Patent System und dem Unified Patent Court auskennt. Vielen Dank, dass du da bist, Alois. Sehr gern. Du hast ja schon ein Buch dazu geschrieben beim Heimanns Verlag zum Unified Patent Court, genau, und schreibst auch gerade in einem Kommentar mit vielen wichtigen Richtern, die auch wahrscheinlich Teil dieses Systems werden. Vielleicht nur ganz, ganz kurz, was ist eigentlich das UPC und worum geht es da eigentlich? Ja, also das Einheitspatentsystem besteht aus zwei Teilen, nämlich einmal dem Einheitspatent. Das ist eine Alternative zum bisherigen Validierungssystem. Das heißt, ich kann, anstatt dass ich wie bis jetzt, nachdem mir das Europäische Patentamt etwas erteilt hat, national dann für viele Länder auf einmal validieren. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Nee, genau. Dann gibt es auch noch das Gericht, und das ist wirklich etwas ganz Neues. Das ist das erste paneuropäische Gericht, das heißt, das ist ein Gericht, was nach einem eigenen System für verschiedene Länder in Europa Recht spricht, und zwar Patentverletzung und Nichtigkeit. Und zwar von Einheitspatenten, die es dann gegeben wird, und noch viel wichtiger, allen bestehenden europäischen Patenten und auch die zukünftigen. Wobei ich jetzt ganz kurz was sagen muss. Damit ich mir das Leben ein bisschen einfacher mache, brauche ich eine Definition. Natürlich ist ein Einheitspatent auch ein europäisches Patent, weil es vom EPA erteilt wird. Aber im Folgenden sollen also europäische Patente sein, wo ich die nationale Validierung gewählt habe. Genau. Und Einheitspatente sind da halt eben europäische Patente, wo ich das Einheitspatent gewählt habe. Das Thema heute ist das Opt-out. Theoretisch wäre es so, dass, wenn das Einheitspatentsystem kommt, dann das einheitliche Patentgericht für alle Patente, die vom Europäischen Patentamt erteilt worden sind, zuständig ist. Also auch die, die jetzt 5 Jahre alt sind oder 10 Jahre alt sind. Und die können natürlich sehr wertvoll sein. Und um den Einstieg in das neue System ein bisschen zu erleichtern, hat man in dem zugrunde liegenden Vertrag eine Regelung aufgenommen, nach der ich für meine Patente diese Kompetenz ausschließen kann. Das sogenannte Opt-out. Das heißt, ich muss einen Antrag einreichen beim Gericht selber, indem ich sage, Gericht, du bist jetzt raus. Und sobald das registriert ist, ist tatsächlich das Gericht raus und ich habe das System aus nationalen Patentverletzungen und Nichtigkeitsklagen, so wie es jetzt ist. Genau. Und was spricht denn so ein Opt-out durchzuführen und was spricht dafür, was spricht dagegen? Gibt es da gute Argumente dafür und dagegen auch? Bevor ich das diskutiere, muss ich noch etwas ganz Wichtiges sagen. Es gibt nämlich eine Frist für das Opt-out. Das Opt-out ist fristbehaftet in erster Hinsicht, dadurch, dass ich das die ersten 7 Jahre machen kann, also genau 6 Jahre, 11 Monate, weil ich es bis spätestens einen Monat vor Ende dieser siebenjährigen Frist stellen kann, die übrigens einmal um 7 Jahre verlängert werden kann. Aber noch viel wichtiger, ich kann ein Opt-out nur dann stellen, wenn noch keine Klage beim Gericht anhängig ist. Gut. Wenn ich selber eine Verletzungsklage einreiche, dann habe ich sie in der Hand. Das ist also nicht die Frage. Viel interessanter ist es, dass wenn ein Dritter Nichtigkeitsklage vor dem einheitlichen Patentgericht gegen mein Patent einreicht, dass ich dann kein Opt-out mehr machen kann. Ich kann also nicht mehr ausopten. Und das bedeutet, dass ich im Grunde drei Möglichkeiten habe. Das erste ist, ich reiche sofort ein Opt-out ein. Das zweite ist, ich warte erstmal ab. Oder das dritte ist, ich reiche gar kein Opt-out ein. Zu diesem sofortigen Opt-out muss man auch noch etwas sagen. Es war nämlich im Zuge der Vorbereitung des Systems befürchtet worden, dass es dann zu so einer Art Wettlauf zum Gericht kommt. Insbesondere die Pharmaindustrie hatte das befürchtet, dass
sozusagen am ersten Tag, wenn das System kommt, die ganzen Pharmafirmen versuchen müssen, ihre Patente zu retten vor den bösen Generika-Herstellern, die dann sofort die Nichtigkeitsklage einreichen und dann kommt es auf ein paar Minuten an. Diese Situation will man vermeiden. Also es wird eine Phase geben, wann genau steht noch nicht fest, aber es wird sie geben, in der ich vorbereitend schon ein Opt-out einreichen kann, wo das Gericht aber noch nicht angefangen hat zu arbeiten. Die sogenannte Sunrise, also Sonnenaufgangsphase, wurde das genannt, die aber noch etwas in der Zukunft liegt. Wahrscheinlich irgendwann mal im Sommer. Die Fragen, die ich mir überlegen muss, sind: erstens, will ich ein Vorab-Opt-out? Zweitens, will ich überhaupt ein Opt-out? Oder drittens, will ich gar kein Opt-out? Alles hat seine Vor- und Nachteile. Also, das Vorab-Opt-out hat den riesengroßen Vorteil, dass ich da natürlich Sicherheit habe. Ich weiß also, Dritte können mich nicht vor das einheitliche Patentgericht zwingen. Ich kann das Opt-out einmal rückgängig machen. Es gibt also sogar das Opt-in. Das heißt, ich vergebe mir nichts. Wenn ich also feststelle, nach 2 oder 3 Jahren, boah, scheint ganz gut zu laufen, dann kann ich das Opt-out wieder zurücknehmen. Jetzt ein Opt-out einzureichen, hat natürlich auch Nachteile. Ein Nachteil ist, es ist Aufwand. Es ist nämlich nicht so, dass ich einfach eine Liste einreichen kann, sondern eine Excel-Liste mit allen meinen Patenten, die ich ausopten will, sondern das muss ich zumindest derzeit Patent für Patent tun. Das ist ein gewisser Aufwand. Auch wenn das Opt-out an sich kostenfrei ist, ist es nicht zu unterschätzen. Die zweite Sache ist eher prinzipieller Natur. Das Einheitspatentsystem wird irgendwann mal in nicht allzu ferner Zukunft das Gericht der Wahl sein. Wenn ich beim Europäischen Patentamt etwas erteilt bekomme, muss ich zum einheitlichen Patentgericht gehen, ob ich das will oder nicht. Die einzige Möglichkeit, an dem einheitlichen Patentgericht vorbei zu agieren, wäre, wenn ich auf das Europäische Patentamt komplett verzichte und nur noch zum Beispiel beim DPMA anmelde. Das kann ich tun, aber sobald ich beim EPA etwas einreiche, bedeutet das, am Ende entscheidet über mein Patent das einheitliche Patentgericht. Wenn man sich jetzt anschaut, wie es beim EPA gelaufen ist, dann ist es so, dass die wichtigen Entscheidungen alle aus den ersten Jahren kommen. Also die grundlegende Linie des EPA, also Aufgabelösungsansatz zum Beispiel, oder das, was insbesondere Amerikaner gerne in den Wahnsinn treibt, diese sehr strenge Linie, was Änderungen angeht, oder das Zwei-Listen-Prinzip, für mich als Chemiker besonders wichtig. Dieses Ganze, das ist alles aus den ersten 2, 3 Jahren. Wenn ich also am Anfang nicht mitmache, muss ich nachher mit den Resultaten leben. Natürlich, man ist kein Richter. Also das Gericht entscheidet. Aber zumindest kann ich dann meine Argumente vorbringen und sagen, könnte man nicht in die oder die Richtung gehen. Wenn ich das nicht tue, tun es andere. Das ist sozusagen ein, ja, vielleicht durchaus gar nicht so zu unterschätzender Nachteil des Opt-outs. Es gibt noch eine weitere strategische Variante oder eine Möglichkeit, die man wissen muss, die aber eher Patente betrifft, die in der Zukunft erteilt werden. Und das ist die Aufhebung des Doppelschutzes. Zurzeit ist es so in Deutschland, dass wenn ich ein deutsches Patent besitze und ich bekomme nachher ein europäisches Patent erteilt, dass das deutsche Patent in dem Umfang, wo die beiden Patente sich überlappen, nicht durchsetzbar ist. Ein für alle Mal. Das wird sich ändern. Sobald das System kommt, ändert sich automatisch das deutsche Gesetz und ich kann in Zukunft deutsche und europäische Patente nebeneinander haben und die auch unabhängig voneinander durchsetzen. Gut, natürlich immer nur einmal. Aber immerhin kann ich es tun. Also ich kann sozusagen gegen einen Verletzer nicht zuerst aus dem deutschen Patent vorgehen und wenn das nicht geklappt hat, dann aus dem europäischen, umgekehrt auch nicht. Da gibt es Vorschriften.
Aber ich habe dann zumindest die Wahl. Das gilt aber nur, wenn ich das europäische Patent nicht ausgeoptet habe. Sobald ich das getan habe, und zwar irreversibel, egal ob ich das nachher durch ein Opt-in wieder quasi zurückhole, ist der Doppelschutz aufgehoben. Okay, und ich habe so gehört, das ist natürlich nicht offiziell, es gibt auch noch einen inoffiziellen Grund, der vielleicht gegen den Opt-out spricht und für das UPC, denn man hat so gehört, dass die allermeisten wichtigen Patentverletzungsrichter auch vermutlich Teil des Systems werden, ne? Also es ist kein großes Geheimnis wohl, dass der BGH-Richter Grabinski wohl eine zentrale Rolle spielt im neuen System und auch von den anderen wichtigen Patentverletzungsstandorten wie Düsseldorf, München, Mannheim, Hamburg, auch viele der prominenten Patentverletzungsrichter auch dort am UPC auch sich beworben haben, beziehungsweise dort eben Teil des Systems werden und damit auch der UPC gar nicht so schlecht aufgestellt ist, was die Richter angeht, richtig? Ja, also es ist offenes Geheimnis, dass sich alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, also fast alles, sich beim UPC beworben hat. Was einleuchtend ist, denn dort spielt die Musik in der Zukunft. Und gut, das ist für Richter, glaube ich, nur zweite Motivation, aber schlecht ist es nicht. Die Gehälter sind deutlich höher und steuerlich ist es auch attraktiv. Also es gibt eigentlich für einen deutschen Patentrichter oder eine deutsche Patentrichterin eigentlich keinen Grund, sich nicht beim UPC zu bewerben. Die einzigen Gründe, die in vertraulichen Gesprächen mir genannt worden sind, sind erstens, man ist kurz vor der Rente und hat jetzt keine Lust, sich auf ein neues System einzustellen. Und der zweite ist, man muss davon ausgehen, dass man Verhandlungen in Englisch führen werden muss. Ja. Es gibt einige Richter, die das nicht gern machen möchten und gut dann, wenn Ja. ja, im System bleiben. Aber die große Mehrzahl deutscher Patentrichter spricht ausgezeichnetes Englisch und hat auch gar kein Problem damit. Insofern ja, man muss davon ausgehen, dass in Zukunft die guten Leute alle beim UPC sind. Genau, und wahrscheinlich macht dann ja auch die Mischung wieder eigentlich einen Vorteil aus. Also wenn genauso sieht es ja auch in Frankreich aus, dass da auch die Koryphäen im Patentverletzungsstreit, also die Richter bei den Patentverletzungsgerichten sich auch beworben haben. Und von den anderen wichtigen Patentverletzungsländern, wie zum Beispiel auch Italien. Und dann wird wahrscheinlich ja die Mischung auch vielleicht die Rechtsprechung auch ein bisschen bereichern. Aber das sind ja alles sehr erfahrene, gute Patentrichter, die sicher kein Schaden sind für das System, ne? Wenn sie da, es ist, also die einzelnen Kammern müssen ja auch immer gemischt besetzt werden oder ja in der Regel. Und das ist bestimmt kein Fehler, richtig? Ja, wobei ich jetzt die Niederländer auch gerne erwähnen würde. Ja, die Also Niederländer, natürlich. ja, die Sache ist ja, das vielleicht noch am Schluss. Also ich kann ja, wenn ich Kläger bin, das auch so ein bisschen steuern. Also wenn ich zur Lokalkammer Düsseldorf gehe oder zu einer anderen deutschen Lokalkammer, dann sind in dem Senat auf jeden Fall zwei deutsche Richter und ein dritter Richter oder eine Richterin aus einem anderen Land. Aber dann weiß ich, dass zumindest die Deutschen die Mehrheit haben. Und wenn ich die Klage auf Deutsch einreiche, das ist auch ein Trick, den ich hier in meinem Buch bewerbe, dann kann ich fast sicher davon ausgehen, dass der berichterstattende Richter, der besonders wichtig ist, einer von den beiden Deutschen sein wird. Und dann kann ich sozusagen eine gewisse Qualität der Rechtsprechung auf jeden Fall sicherstellen. Vielleicht noch abschließend, es gibt noch etwas, was tatsächlich für ein Opt-out spricht, zumindest am Anfang. Selbst wenn ich der Meinung bin, dass das einheitliche Patentgericht ganz toll ist, und das sind die Kosten. Es ist so, dass beim einheitlichen Patentgericht es
das Verlierer-Zahlt-Prinzip gibt, um es mal auf den Punkt zu bringen, so ähnlich wie in Deutschland. Was es aber nicht gibt, ist ein festes System. Also in Deutschland gibt es das sogenannte RVG, da kann ich auf den Knopf drücken. Wenn ich den Streitwert weiß, oder ich kann es in ein Excel-Sheet eingeben oder sonst wo. Und dann weiß ich ganz genau, wie viel ich zahlen muss, wenn ich verliere. Das gibt es beim Einheitlichen Patentgericht so nicht. Was es gibt, ist eine Obergrenze der erstattbaren Kosten, abhängig vom Streitwert. Aber, das muss man leider so hart so sagen, diese Obergrenze ist absurd hoch. Das ist gegenüber Deutschland, wenn man die Streitwerte ansetzt, teilweise Faktor 10. Und das ist etwas, wo ich finde, dass es doch, naja, mit der Runde attraktiv wird. Die Sache ist, dass das Gericht diese Obergrenze nicht einhalten muss. Die sind auch nicht daran gebunden. Aber man weiß es natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob man an diese Obergrenze nochmal rangeht. Diese Obergrenze ist teilweise so eine Art Überbleibsel aus der Zeit, wo Großbritannien noch Teil des Systems sein sollte. Und wir alle wissen, in Großbritannien sind Patentverletzungen teuer, also richtig teuer. Insofern ist es meiner Meinung nach durchaus erwägenswert, dass man sagt, okay, ich warte zumindest etwas mal ab, was das Gericht mit den Kosten macht. Das Gericht könnte natürlich die Sorgen in dieser Hinsicht so ein bisschen zerstreuen, indem sie ganz einfach diese Obergrenze nochmal revidiert. Ich weiß nicht, ob das in Planung ist. Ich würde es mir wünschen. Und dass man dann am besten hinten eine Null streicht oder so. Oder keine Ahnung. Aber zumindest da mit den Grenzen deutlich runtergeht. Zumal ich ehrlich auch sein muss, ich glaube, dass selbst wenn ich zu einer richtig großen und teuren Kanzlei gehe, was man vielleicht nicht muss, aber man, selbst wenn man dahin ginge, würde man wahrscheinlich diese Kosten gar nicht erreichen, weil das Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht doch eher schnell und zackig angelegt ist. Wir werden keine Discovery haben, so wie in den USA, wo dann Hunderttausende von Dokumenten durchgeguckt werden können. Das gibt es alles nicht. Ich habe harte, schnelle Fristen. Und ich muss schnell reagieren. Und deshalb glaube ich, dass die Kosten teilweise moderat sein werden. Aber man weiß es natürlich nicht. Und insofern ist es ein Punkt, der eventuell noch für ein Opt-out spricht. Okay. Aber wie gesagt, so eine Art Patentrezept gibt es nicht. Man muss sich das genau anschauen. Man muss sich auch anschauen, befürchte ich, dass ich eine Nichtigkeitsklage quasi aus heiterem Himmel bekomme. Wie groß wäre der Schaden, wenn ein bestimmtes Patent mir durch eine Nichtigkeitsklage abgeschossen wird? Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich brauche erstmal Stand der Technik, aber man weiß es immer nie. Und dann muss man entscheiden, ob man einen Opt-out machen will oder nicht. Das Einzige, was ist, ist, man sollte das relativ bald tun, weil, wie ich schon erzählt habe, irgendwann mal im Sommer wahrscheinlich diese Frist losgeht, innerhalb der ich ein Vorab-Opt-out eintragen kann. Und diese Frist wird nicht besonders lang sein, das wird vielleicht 3 Monate sein. Das heißt, wenn ich dann erst anfange und gehe durch mein Portfolio, kann es sein, dass es zu spät ist. Ja, okay, wir haben jetzt relativ ausführlich über Opt-out gesprochen, aber da konnten wir trotzdem nur, sagen wir mal, die Oberfläche ankratzen, weil das natürlich viel komplexer ist, als wir das hier in dem Video darstellen konnten. Wenn die Zuschauer Fragen an dich haben, wo können sie dich am besten erreichen? Ja, natürlich per E-Mail. Genau. Genau. Also auf unserer Webseite mhpatent.net oder .de. Findet man Genau. zum einen weitere Artikel vom Alois und außerdem natürlich alle unsere E-Mail-Adressen, falls die Zuschauer Fragen haben. Genau. Ich bin aber auch relativ häufig unterwegs und halte Vorträge. Also auch das steht auf unserer Homepage oder auf unserem Newsletter. Also dann kann man eventuell mich dann auch persönlich etwas fragen. Ansonsten gerne per E-Mail. Okay, vielen Dank, Alois, für das gute
Gespräch und bis zum nächsten Mal, wenn wir mehr über das UPC-System und ja, das einheitliche Patentsystem sprechen. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Es wird spannend. So viel steht fest. Okay. Dann allen, die zugeschaut haben, vielen Dank, dass Sie bisher hier hinausgeharrt haben, und Ihnen alles Gute.